Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Finn an. Dieser hat über Kongstar geschrieben, welches er mit 4,4 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Kongstar Erfahrungen, Kongstar Handytarife, Kongstar Internet. Der fairste Mobilfunkanbieter des Jahres 2017, so nennt sich Kongstar. Das auch zu Recht. Immerhin wurden sie zum 6. Mal in Folge zum Mobilfunkanbieter des Jahres gewählt. Von über 57.000 Leser der Fachzeitschrift Connect. Das habe ich persönlich auf den Prüfstand gestellt. Mein alter Handyvertrag wurde meinen Ansprüchen nicht mehr gerecht und war generell viel zu teuer für die Leistung, die ich bekommen habe. Die Angebote des Marktes waren besser, sodass ich zu Kongstar gewechselt habe. Viel Spaß bei meinem Kongstar-Test. Wie Kongstar startete. 2007 wagte das Unternehmen den Start in die hart umkämpfte Telekommunikationsbranche mit einem bis dato neuem Konzept. Internet, Telefon und Mobilfunk von nur einem Anbieter. Besonderheit hierbei waren die extrem günstigen Preise und die sehr flexiblen Verträge ohne Mindestlaufzeit. Die Kongstar GmbH, eine Tochtergesellschaft der Telekom Deutschland, konnte sich mit dem Konzept offensichtlich durchsetzen und konnte dementsprechend laufend das Angebot erweitern. Kongstar konnte Anfang 2016 mehr als 4 Millionen Kunden zählen, was ihn zu dem zweitgrößten Mobilfunk-Discounter nach IDTalk macht. Die Zielgruppe ist dabei vor allem ein junges Publikum, mit bunten Werbekampagnen, günstigen Konditionen und flexiblen Tarifen. Kongstar Angebote. Im Folgenden möchte ich kurz die Kongstar-Produkte vorstellen. Kongstar Prepaid. Prepaid-Verträge sind nicht nur für junge Kinder interessant, die vielleicht noch etwas eingedämmt werden wollen aus elterlicher Sicht. Ebenso sind sie auch für Menschen passend, die die Leistungsempfänger eines Vertrages gar nicht vernutzen. Ein Prepaid-Handy kann dann wesentlich günstiger sein für den Kunden. Kongstar hat das Prepaid-Smart-Paket, Surf-Paket und Owner-Paket. Das Smart-Paket kostet für 30 Tage 8 Euro und beinhaltet 300 Minuten, 50 SMS und 400 MB Datenvolumen. Das Surf-Paket liegt preislich bei 10 Euro mit 100 Minuten, 19 SMS und 1 GB Datenvolumen. Das Prepaid-Allnet-Paket bezahlt man mit 20 Euro für 30 Tage und man bekommt eine Allnet-Flat, 1 GB Datenvolumen und man zahlt auch hier 9 Cent für eine SMS. Dieses hier ist also besonders für die geeignet, die eher mehr telefonieren als SMS schreiben oder zu surfen. Wobei 1 GB Datenvolumen mehr als ausreichend sind. Weiter gibt es noch Prepaid wie ich will, wo man sich quasi ein eigenes Paket zusammenstellen kann. Es ist auch möglich, diesen dann mit einem Handy im Kongstar Prepaid Pack zu kombinieren. Dabei würde sich dann einfach die monatliche Rate erhöhen. Dieses wiederum hängt davon ab, welches Gerät man sich auswählt. Kongstar Tarife. Der Anbieter hat zurzeit drei Allnet Flat und Smart Tarife. Kongstar Smart, Allnet Flat und Allnet Flat Plus. Smart kostet 110 Euro monatlich, beinhaltet 300 Minuten, 100 SMS und 1 GB Datenvolumen mit 42 Mbits. Die Allnet-Flat liegt bei 20 Euro im Monat und man hat eine Allnet-Flat, dafür aber keine SMS-Flat oder Frei-SMS. Man bekommt jetzt 2 GB Datenvolumen zur freien Verfügung. Für 10 Euro mehr bekommt man in der Allnet-Flat Plus eine Allnet-Flat, SMS-Flat und 4 GB. Auch hier kann man sich wieder einen flexiblen, personalisierten Tarif erstellen lassen, indem man angibt, wie viel Freiminuten, freie SMS und Datenvolumen man braucht. Die Kongstar-Datentarife sind für Tablets und Notebooks gedacht, da man dort nur den Zugang zum mobilen Internet bekommt. Für 7,99 Euro kriegt man 750 Mbit, für 14,99 Euro sind es 2 GB und für 19,99 Euro sogar schon 5 GB. Perfekt, wenn man gerne auch am Tablet oder am Laptop mobil internetfähig sein möchte. Kongstar Handy Angebote und Tablets. Man kann entweder ein Handy zu einem der genannten Tarife dazu buchen oder man kann wahlweise auch nur allein ein Smartphone oder Tablet auswählen, falls man einen Vertrag bei einem anderen Anbieter bereits gefunden hat. Die bekanntesten Hersteller sind eigentlich alle vertreten. Ich will einige Beispiele nennen, damit man ungefähr weiß, was man sich vorstellen kann. Das Huawei P10 Lite würde man für 10 Euro im Monat bekommen, bei einer Laufzeit von 2 Jahren und einer Anzahlung von 1 Euro. Das Apple iPhone 6s würde bei 20 Euro monatlich liegen und eine Anzahlung von 49,99 Euro wäre fällig. Beim Samsung Galaxy S8 müsste man momentan fast 30 Euro monatlich zahlen und eine einmalige Anzahlung von 99,99 Euro machen. Kongstar Internet und Festnetz. Hier kann man zwischen drei Komplettpaketen aus DSL und Festnetz wählen. Komplett One. Dies ist der günstigste Vertrag mit monatlichen Kosten von 24,99 Euro. Festnetzanrufe kosten 2,9 Cent die Minute. Es ist eine Internetflat vorhanden mit einer 16 Mbit Geschwindigkeit. Für 49,99 Euro bekommt man eine Fritzbox dazu. Die Laufzeit ist flexibel. Komplett 2. Alles genau wie beim ersten Paket, nur hat man hier eine Festnetzflat inbegriffen. Kostenpunkt liegt bei 29,99 Euro im Monat. VDSL. Hier hat man eine bessere Geschwindigkeit des Internets mit 50 Mbits und man kann dementsprechend auch eine bessere Fritzbox dazu kaufen. Hier ist die Vertragslaufzeit flexibel.
Kosten 34,99 €. Kongstar Homespot. Ein super interessanter Vertrag für Menschen, die viel Internet verwenden und das gerne überall zur Verfügung hätten. Mit dem Kongstar WLAN Cube kann dies Realität werden. Im Vertrag bekommt man 20 GB mobiles Datenvolumen für 20 € im Monat. Den Cube kann man sich einmalig für 119,99 € bestellen oder in einer monatlichen Rate abbezahlen. So kann man überall mobiles Internet nutzen, egal ob für den Laptop, für das Tablet oder das Smartphone. Mein Kongstar Test. Keine Mindestvertragslaufzeit. Das sind zwei Worte, die ich immer begrüße. Ich weiß nicht warum, aber ich hasse es, Verträge abzuschließen, die Laufzeiten von 2 Jahren haben und am besten noch eine Kündigungsfrist von 3 oder 6 Monaten. 6 Monate vorher soll ich also schon wissen, ob der Vertrag für mich noch Sinn macht oder nicht? Dafür bin ich nicht gemacht. Entweder vergesse ich dann zu kündigen oder ich kann mich nicht entscheiden. Die auffällige Werbung dann brachte mich zu Kongstar, denn da wird die Vertragsfreiheit besonders betont. Entschieden habe ich mich für einen Eunet-Flat-Tarif für mein Smartphone. Ein Handy hatte ich vorab schon recht günstig erstehen können, sodass es nur um mobile Daten, Telefonie und SMS ging. Letztere verwende ich noch eher selten. Günstiger habe ich es nirgends bekommen und mit 20 € bin ich gut dabei. Ich habe genug Volumen und telefoniere in jedes Netz umsonst. Tatsächlich bin ich mittlerweile auch am Überlegen, ob ich mir den Kongstar Homespot nicht hole. Da ich viel unterwegs bin, würde das schon einen guten Unterschied machen. Selbst wenn ich es dann nicht mehr nutze, kann ich einfach kündigen. Also ein rundum perfekter Service für die, die sich auch nicht so gerne an Verträge binden und die günstige und vor allem flexible Tarife suchen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.